Willkommen zurück zu King Kong, dem Spiel zum Film, wo das Spiel sogar meiner Meinung nach ein bisschen besser ist als der Film. Der Film war vielleicht jetzt nicht unbedingt der absolute Oberhammer, aber der war schon cool. Aber das Spiel hat mich halt damals echt überrascht. Bist du in Ordnung, Jack? Jack, warte auf mich! Ich komme nicht! Sind Sie verrückt? Ich weiß, was ich tue. Ich komme, Jack! Wow! Ob sie wüsste, was sie tut. Halte durch! Muss bald nachladen! Ah, das hätte auch sie erwischen können. Oh. Und Schuss. Danke. Jetzt ist es an dir. Sei vorsichtig. Oh nein. Ja, das ist schön, dass er trocken ist, aber was er meint, ist natürlich, dass er nicht mehr genug Munition hat. Tausche ich die mal und nehme mal lieber die Pistole. Wenn einem das Spiel schon so eine Waffe vor die Füße legt, dann sollte man die in der Regel auch nehmen. Weil man sie im nächsten Abschnitt wahrscheinlich gut gebrauchen kann. Zumindest besser als die, die man vielleicht dabei hat. Beeilung! Wir treffen uns oben! Ruf den Flieger und holt uns raus aus diesem Höllenloch! Machen wir. Na, Ann, was ist los? Noch eine Nahkampfwaffe mit. Für alle Fälle. Da hängen die Vampire. Ja. Schon bemerkt, alle Arten auf dieser Insel fressen sich gegenseitig. Halte durch! Hilfe, Jack! Easy peasy. Das Geile ist, man kann jetzt hier eben das Zeug auch schon in Brand stecken und damit auch Gegner schon erwischen, die da drin verstecken wollen. Hat natürlich ein bisschen was von Far Cry 2, wo das mit dem in Brand setzen großflächig das erste Mal so richtig eingesetzt wurde. Hier ist natürlich alles ein bisschen im kleineren Rahmen, aber lässt sich schon mal ganz gut benutzen. Ja, wo ist noch einer? Ich kümmere mich um die Tür. Oh. Sind sie irgendwo? Irgendwo sind sie hier. Ach, hab dich. Hinter mir. Oh. Hab dich. Na, noch mehr? Nee, sie macht die Tür auf. Sehr gut. Jetzt fällt es mir, also... Mir ist es beim früher gar nicht so doll aufgefallen, aber jetzt, wo man doch wieder ein bisschen mehr PC spielt, fällt es mir echt krass auf, wie eingeschränkt das Sichtfeld ist. Also das wäre natürlich cool, wenn es ein bisschen breiter wäre. Aber, naja. Performance, Performance, Performance. Paul wird von Tag zu Tag besessener. Er kümmert sich nur noch um seinen Film. Wir müssen runter von dieser Insel. Zurück nach Hause. Es das ist auch geil. Jetzt haben wir die Chance. Beeilung! Okay, mach schon! Beeilung! Dass man die halt als Köder benutzen kann, ist auch so eine coole Idee. Also so ein kleines Ding, aber sie haben sich da schon coole Sachen überlegt. Vor allen Dingen auch alles so auf einem Niveau, was über dem von so einem Standard, ja, hier ist noch das Spiel zum Film, ne? Nimm mal, kauf mal. Sondern echt nette Ideen. Auch, dass die Viecher sich halt gegenseitig fressen, dass man das nutzen kann und so. Ach, mir gefällt das gut. Und habe ich gesagt, dass man King Kong steuern kann? Man wird später King Kong steuern.
ist dir so gedacht. Auch ganz cool mit den Lightshafts, also diesen Licht, das so im Nebel gebrochen wird. Von dort aus sollten wir sehen können, wo wir uns befinden. Gab's auch alles in der PC-Version nicht. Also ganz viele so von den Level-Details. Ich meine, klar, für heutige Verhältnisse sieht das alles jetzt nicht unbedingt der Hammer aus. Aber damals war das eigentlich ein ziemlich hübsches Spiel. Jack, schau dort oben. Noch ein Feuer. Wir sind bestimmt nicht allein auf dieser Insel. Wir scheinen uns einer Art Siedlung zu nähern. Es muss dort drüben sein. Ich gehe. Vorsicht, Ben! Die Viecher sehen halt auch cool aus. Jack, da drüben ist eine Mauer. Sie ist riesig. Bereit, Jack? Gehen wir. Die anderen sollten nicht mehr weit sein. Ich mag es auch total, wenn Spiele, wenn Figuren so in solchen Spielen, so ein bisschen wie bei Uncharted, wenn einfach viel Interaktion auch zwischen den Figuren stattfindet und wenn nur im Dialog. Schwimm! Folge mir! Ich decke dich vom Ufer! Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Auch total cool ist an dem Spiel, es gibt nichts in die Länge gezogen, also künstlich, gameplay-technisch in die Länge gezogen. Das ist kein. Pass auf, Jack! Ich helfe dir. Kein Achievement-Gehure oder solches Zeug. Danke. Guter Wurf. Du kannst gut zielen. Normalerweise treffe ich mein Ziel. Das habe ich wohl bemerkt. Und auch kein so von wegen, ja, jetzt finde ich hier noch 50 Tagebücher, die irgendwo versteckt sind oder so. Den Scheiß gab es einfach nicht. Witzigerweise ist das allerdings auch eins der Spiele auf der Xbox 360, wo man, wenn man es einmal durchspielt, hat man schon 1000 Gamerscore. Was halt auch natürlich viel darüber aussagt, wie das Spiel gebaut ist. Einmal durchspielen, einmal erleben, fertig, aus. Wo ich glaube, ich habe es am Ende des Tages öfter durchgespielt. Oh mein Gott! Das ist halt eine cool konzentrierte Erzählung. Kein Geschiss um irgendwas. So, das können wir jetzt hier wieder zur Ablenkung benutzen. Durchschauen. Oh, ich kann das alles in Brand setzen. Nein, hier komme ich nicht durch. Oh! Nimm das, du Riesenkäfer. Ich fackel euch alle ab. Diese schönen 2D-Flammen sehen halt auch super aus. So, die brennen jetzt nämlich hier schön. Haha. Das Feuer ist aus wegen dem Regen. Nein! Na, da oben laufen sie schon. Klassiker. Waren die jetzt? Hayes, hier drüben! Anne, haben Sie Jimmy und die anderen gesehen? Nein, nichts. Sie werden wohl noch weiter unten gelandet sein. Okay, suchen Sie weiter. Sie können wirklich nicht mehr weit sein. Hey Jack, ich habe das Scharfschützengewehr. Falls du es brauchst, lass es mich wissen. Hier. Hayes! Jack, hinter dir!
Ja. Das hat funktioniert. Jetzt aber nichts wie raus hier. Gut, dass wir die Waffe auch haben. Weiter geht's. Ist auch so geil. Ich habe auch so Flex, habe ich so dieses von wegen, ja, ich will überall mal lang gucken und schauen, vielleicht ist da ja noch irgendwas. Aber ist Quatsch, das muss man nicht machen. Da ist nichts. Es gibt nicht irgendeinen Zusatzscheiß irgendwo zu finden, sondern es ist nur das Spiel. Kann man scheiße finden, kann man gut finden. Ich find's gut. Ich glaube, jetzt treffen wir Kong zum ersten Mal. Wer sich an den Film erinnert, weiß, dass das ja gar nicht so lange dauert. Und weiß natürlich auch, welche Szene das ist. So, jetzt fackeln wir das mal alles ab. Na, hat nicht ganz gereicht. Wir sind auch jede Menge Viecher. Ich muss bald nachladen. Machen die sich an die ran, um die zu fressen. Aber mal schauen, ob wir hier unten lang können. Ah, verdammt. Ich will eigentlich nicht meine Scharfschützenmunition verbrauchen für diese kleinen Viecher. Die kriegt er auch so gut. Danke. Na, lieber mit dem Speer kämpfen. Ah, zu niedrig. Oh mein Gott! Jack! Hilfe! Danke, Jack. Besser mal nachladen. Besser mal nachladen. Ah, verdammt. Oh, da war ein fliegendes Vieh. Okay, da kommen ja eine ganze Menge in der Ecke. Cool, dass sie kämpfen. Die KI kämpft tatsächlich auch richtig mit. Also. Tut nicht nur so. Die hilft richtig mit. Wo stehen die zwei Schuss? Ich muss nachladen. Ach, das war's. Oh nein! Anne hat's erwischt. Auch gar nicht so einfach. Ich habe mich vielleicht ein bisschen einfacher in Erinnerung gehabt. Die ganze Schose hier. Wow. Oh.
Ja, man muss doch ein bisschen genauer zielen. Haha, erwischt. Ja, die Dynamik zwischen den Viechern ist ganz cool. Er hat es ja jetzt gerade runtergesetzt, um zu fressen. Warte, jetzt tauschen wir mal und schauen, ob wir den hier noch erwischen. Zack. Ah, das sind die, die hier drin hängen. Zack, erwischt. Und abgestürzt. Einer wäre erledigt. Oh, jetzt können wir sogar noch versuchen, ob wir hier. Ob wir die nicht abgelenkt bekommen. Mit ein bisschen Futter. Futter. Ich muss die nämlich gar nicht unbedingt alle bekämpfen. Ich kann auch einfach weiter. Ist eigentlich auch ganz cool. Warum kämpft sie denn jetzt gegen die alle? Drei Reservemagazine. Muss bald nachladen. Hätte nicht vorrennen sollen. Beziehungsweise ich hätte weiterrennen sollen. Dann wäre sie nicht zurückgerannt. So, jetzt aber schnell weiter hier. Schon wieder viel zu lange gedauert. Da sind sie schon, die Ureinwohner hier von der Insel. Und selbst in der Last Gen sah Next Gen technisch alles besser aus, wenn es geregnet. Jack, hast du das gehört? Carl? Hayes? Seid ihr da? Wir nähern uns der Mauer. Oh mein Gott. Ist ja mindestens 20 Meter hoch. Ach, komm schon. Oh, was halt damit? Nachladen. Besser ist das. Zwei Reservemagazine. Ja. Ja. Sollen die mal schön da drüben fressi machen? Okay. Eigentlich müssten die jetzt den Vogel anfangen zu fressen, dass ich hier in der Ruhe weitergehen kann. Versuchen wir mein Glück. Bam. Einfach weiterlaufen. Ja, die greifen sich nämlich da schön unten gegenseitig an. Man muss nicht alles immer selber töten. Ich kann versuchen, sie von oben zu öffnen. Vorsichtig. Ja, da hängen auch schon die Toten. Drüben ist diese Mauer. Ich beeile mich. Bin sofort zurück.
Da oben ist N. Ja, und nu? Geh nachsehen. Ja, hier oben ist eine Winde. Ich kann die Tür für dich öffnen. Und dann? Hältst du durch, N? Wo ist sie denn? Hallo? Ach da. Go, fuck me. War das jetzt falsch? Nee, war richtig. Okay, jetzt habe ich eben gerade schon gedacht, Moment, ist jetzt falsch rum gemacht. Alles gut. Komm, 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 komm. Geil, oder? Carl, Gott sei Dank, du bist ihnen entkommen. Lass mich mal deine Fesseln sehen. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Carl, er hat Anne. So, ich würde sagen, ich mache hier mal eine Pause und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Suche nach Anne und nach Kong. Bis dann!